Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, willkommen bei Carways. Mein Name ist Kamal Afse. Heute haben wir wieder einen Porsche 718 GTS. Der Besitzer meinte gerade, das soll ein Prototyp sein. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Er hat auch hier ein bisschen was modifiziert. 366 PS soll er haben. Hat aber ja ein bisschen mehr. 390 soll er jetzt tatsächlich wirklich haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Gegen den Audi TT RS 5-Zylinder, 400 PS Allrad und los. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin bereit. So, bevor das Rennen losgeht, möchte ich mich nochmal gerne bei Bardo Ackmann bedanken, unserem neuen Sponsor, der dazu gekommen ist. Wenn ihr nebenbei, neben das Geschäft, neben eurer Arbeit was Investmentrichtung machen möchtet, könnt ihr euch da gerne bei Finanzfuchs melden. Danke an der Stelle, lieben, lieben Dank für das Vertrauen und ja, einfach mal reinschauen. Los geht's. So, gehen wir nochmal rein. Starten beide relativ gut. Ich allerdings ohne Launch Control. Und ja, allerdings habe ich dann doch dann ohne Launch Control absolut keine Chance, da mitzuhalten. So, das gleiche nochmal. Allerdings mache ich das mal mit Launch. So, gehen wir nochmal hier rein. Ich dachte, ich hätte zu spät geschaltet. Allerdings war der TTS doch ein bisschen früh. Daher ist das Ergebnis dann so geworden. Hätten wir eigentlich wiederholen müssen, haben wir leider nicht. Deswegen ist das Ergebnis dann doch so ausgegangen. Schlecht gestartet. Gehen wir noch mal rein. Wir beide starten relativ gleich. Kommen wir jetzt etwas näher, sind auf ungefähr gleicher Höhe. TTS etwas vorher. Gehen beide jetzt aufs Vollgas. Und jetzt sieht man hier, dass der Porsche 718 GTS doch die Nase vorn hat und das Rennen für sich entscheidet.
haben hier so einen modifizierten Knopf beim GTS. Ich mache das jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich habe irgendwie 30 Sekunden Zeit, dann die Leistung auszuschöpfen. Das mache ich jetzt mal. Warte mal. Moment. Jetzt. Und los. So. Komm. Besser, da sind dann doch die 390 PS vom Porsche gegen den 400 PS TTS. Ja, der Knopf hat schon. Ich habe das jetzt einmal ohne, einmal mitgemacht. Muss ehrlich sagen, gespürt hat man das auf jeden Fall. Krass. So Leute, das war auf jeden Fall das nächste Duell. Porsche Cayman 718 GTS. Immer noch der Prototyp, wie er gesagt hat. Danach ist das erst in Serie gegangen. Auch ganz spezielles Interieur. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Mein Name ist Kamal Afse und bis bald.